Gumu, Keto, Keto, Keto. Gumu, Keto, Keto, Keto. Oh Gott! Hallo miteinander. Servus zusammen. Heute habe ich auch wieder etwas Lustiges. Ich werde die zwei Leute hier, die hier jetzt sieht, meine Muttersprache beibringen. Ich habe ein paar Wörter, 5 oder 6. Und ja, die sollen erstmal die Wörter, also raten, was das bedeutet und dann danach nachsagen. Also übrigens, ich komme aus Zimbabwe. An alle, die das nicht wissen, ich bin aus Afrika, aus Zimbabwe und ich spreche Isindebele, das ist meine Muttersprache, Isindebele. Eigentlich, es gibt 16 unterschiedliche Sprachen, nicht Dialekt, sondern 16 unterschiedliche Sprachen. Und ja, ich spreche dann, eine von denen ist Isindebele. Und ja, ich bringe die zwei hier Isindebele bei. Also als allererste, ich habe etwas Übungen für euch. Also ihr soll, ich sag was. Du willst das nur lächerlich machen. Gibt's nein, das ist ein Übung und jeder, also ihr soll das bitte nachsagen. Also bevor wir anfangen, etwas Lustiges. Ich sag was jetzt auf meine Muttersprache. Probieren Sie bitte einfach das mal zu sagen. Also aus Übung aus. Ladies first. Ist super, ich weiß schon nicht mal mehr das Ende vom Satz. Oder Gumu Kretu, Kretu, Kretu. Was? Gumu Kretu, Kretu, Kretu. Oh Gott! Gumu Kretu, Kretu, Kretu. Was? Ich hab gar nicht Kretu, Kretu gesagt. Ich hab Kuma. Kuma. Uketu. Uketu. Uketre. Uketre. Oh Gott! Machst du das mit dem gleichzeitigen Klicklaut und dann reden? Okay. Na, das heißt eigentlich, das heißt einfach dem Gras rasen, also ja. Kurz ja, schneiden. Gras auf dem Garten rasen. Genau, das heißt, komm und geht, du gehst. Also den Rasen mähen. Genau, ja. Rasen. Den Rasen mähen. Den Rasen mähen. Den Rasen mähen, also den Rasen kurz schneiden. Genau. Genau, also, ja. Mit dem Rasen. Genau, okay. Genau, ja, Rasen, ja. Entschuldigung, Englisch. Genau, Rasenmähen. Rasenmähen, ja. Rasenmähen, genau. Das heißt, Gumu Getu geht auf meine Muttersprache. Noch mal langsam. Gumu Getu Getre Utretu. Keine Chance. Gumu Getlu Getlu Korkantos. Wir werden okay. Verlieren. Das war das, okay, das dauert. Das wird einfach 5 Jahre dauern, bis er das schafft. Ich habe ein erstes Wort für euch. Also erstmal, ihr rat mal, was das bedeutet und dann nachsagen. Oder erstmal nachsagen und dann rat mal. Umama. 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 Gut, ja, okay. ja. Und was bedeutet das? Meine Mutter. Also du weißt, das nein, da sagen. Ist Mama drin, das ist universell, das hat jede Sprache. Ah ja, Mama, ja stimmt, ja. Mutter, ja stimmt, ja. Und dann das zweite Wort ist, du weißt das und du darfst nicht sagen. Okay. Oh nein. Nyagutanda. Nyagutanda. Ja, stimmt. Ja, echt? Gut, ja. Oh Gott. Nyagutanda. Ja. Nyagutanda. Genau. Nyagutanda. Oh Gott, ja. Was könnte das Wort bedeuten? Okay, ein Satz. Du sagst das an die Leute, die einfach besonders zu dir sind. Heißt das sowas wie, ich hab dich lieb oder? Ja, genau. Ja. Genau, ich hab dich lieb, das stimmt. Nyagutanda, also es ist eigentlich ein Wort, in Deutsch sind 3 Wörter. Das ist das Erste, was sie mir beigebracht hat, was ich zu ihr sagen sollte. Schön. Das ist wichtig. Das ist das wichtigste Wort überhaupt. Und dann jetzt kommt Isihlahla. Isihlahla? Ja. Echt? Oh Gott. Nochmal. Isihlahla.
si kla kla. I si kla kla. Ja, stimmt. Jetzt schneller. Easy kla kla. Ja, ja, genau. Ha 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 ha. Easy kla. Das war's nochmal. Easy kla. Oh, ja, Gott. Ja, stimmt, ja, das stimmt. Das ist gut, eigentlich. Das ist gut, ja. Easy kla kla. Und ja, die Bedeutung von das Wort. Sind es ein Wort oder mehrere? Kann man es erwarten? Oder ist es ein die Wort? Fuhr? Das ist, okay, ich sag's euch, aus der Natur. Natur. Oh Gott. Hat's was mit Wasser zu tun? Na, kein Wasser. Pflanzen? Richtung. Fast. Pflanze, Erde, sowas die Richtung. Das ist kein Erde. Ein Löwe. Nein. Wenn sie sagt, Pflanze ist so halb richtig, genau. Dann wird es kein Pflanze, Tier sein. Pflanze ist näher am Tier als Wasser. Also das geht schon in die richtige Richtung. Ja. Nein. Aber dann ist also, das in dem Fleischfresser. Also hätte ich schon gesagt, ein Tier. Ich habe gesagt Natur. Ja, Natur. Ja, Tier an sich geht. Aber kein, also du bist nah. In großer Form? Ein Baum? Genau, ein Baum. Ist die Klasse, ein Baum. Ist das ein spezieller oder einfach nur das Wort Baum? Das ist das Wort Baum, einfach okay. Baum. Aber ich dachte mir, also wenn ich jetzt an Natur denke, es kommt das erste Mal Baum. Also Natur, Baum. Ja. Hätte ich, deswegen habe ich Natur gesagt, okay? Okay, das ist Isichlacha, ein Baum. Jetzt, das nächste Wort ist Ingomicho. 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 Ja? Genau, Ingomicho, ja. Ingomicho. Ja. Oh Gott. Okay, ich sag's euch, das ist, das findet man in der Küche. Ein Messer? Na? Nein. Ein Herd? Nein. Eine Pfanne oder ein Topf? So. Nein, nee, aber nein. Kühlschrank? Nein. Okay, noch, ich bringe euch noch mehr zu Hause, noch näher zu Hause. Das findet man im Schrank. Teller? Das heißt also, Kühlschrank ist schon weg, fast. Kein Teller. Tasse? Aber Tasse, genau, Tasse, ja. Ja, klar. Nochmal? Tasse. Ingomicho. Ingomicho. Mhm. Stelle ich mir jetzt immer so eine Tasse vor. Ingomicho. Ja, Ingomicho. Genau, Ingomicho. Okay. Nicht Cappuccino, also, Ingomicho. Ja, seid aber nicht schlecht. Okay, das nächste oder das letzte wäre, das ist jetzt kein, wie heißt das? Das ist so kein Ding, so wo okay. Du oft, das ist ein Wort, das du zu jemand anderem sagst. Und das ist Uvuranjani. Du weißt das. Mhm, ich bin still. Okay. Wie war das? Uvuranjani. Uvuranjani. Genau, aber das nachsagen? Ach, das ist also keine Spaß. Bedeutung, das nachsagen? Uvuranjani. Ja, Uvuranjani. Vielleicht weißt du das nicht. Man sagt das zu jemandem. Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Das okay, also gib ihr dann ein Weisung. Hinweis. Wie begrüßt man sich im Deutschen nach dem Hallo sagen noch? Wie geht's dir? Ganz häufig, um Smalltalk zu reden. Wenn das jetzt falsch war, dann mach mal einen Schnitt und wir machen das nochmal. Dann habe ich einen falschen Hinweis gegeben und habe mich als einen Blender entlarvt. Das wollen wir hier das nicht. Das bleibt oder? Drin. Das ist YouTube hier. Da kann man mich nicht einfach als Idioten hinstellen. Doch, kann oder? Man und muss man. Okay, stimmt wenigstens halbwegs. Stimmt das ja. Nicht? Na, aber das ist kein Wie geht's es dir? Das ja, ist was falsch. Aber ungefähr, oder? Ja, aber Begrüßung und das sagt man in einer bestimmten Zeit. Sagt man das so nachmittags, abends oder frühmorgens? Ja, gut, ich rede nicht. Ach so, stimmt. Ja. Ja, ist fast dran. Sagt man das vielleicht morgens? Genau. Okay. Das habe ich genau gemeint. Ja, genau, jetzt ja. Guten Morgen. Ja, ja, ist dir. Das
So in die Richtung? Ja, das ist Guten Morgen. Er sagt, aber, das ist, wie geht's dir? Ich meine doch, wenn ich sage Guten Morgen, meine ich doch, wie geht's dir? Ja, genau, das ist mir. Nein, aber das... Frohe aufstehen, wie geht es dir, meine Frau? Das ist ja, genau. In der Früh, das sagt man nicht. Also wenn ich guten Morgen sage, manche, sage ich eigentlich, ich wünsche, dass es dir gut geht heute Morgen. Wie geht es dir denn? Nein, du hast es falsch gehabt. Ich interpretiere es nur von deinem inneren Gehalt hier. Das heißt, nein. Zu dir kommt in der Arbeit jeden Tag einer so nachmittags um die Uhrzeit und sagt dann guten Morgen und damit sollst du dann sagen, ja, mir geht's heute so schlecht. Ja. Ja, aber mir geht's ja meistens gut, also sag ich dann einfach, danke, du mich auch. Nein, nein, das war falsch. Also du hast das, glaube ich, verwechselt mit Unjani. Ja. Genau. Ja. Ich kam mir schon so, das klingt gleich. So ähnlich, ja. Ja. Ovoran Jani, also es ist Guten Morgen. Ich dachte, vielleicht Plural oder so etwas. Nein, Plural wäre die Voranjani, die Voranjani. Wäre Plural. Es gibt ein Plural von Guten Morgen? Genau. Gute also nein, das ist so kein Plural sozusagen, so aber das ist so eine, wenn du das sagst zu jemand, der, also formal. Ah, ist formal ach Form. So. Ja. Sowas wie also, sie. Genau, sie und du, genau. Also sie, du sagst dann Li Voganjani und du U Voganjani. Ah. Genau. Und Unjani ist allgemein, wie geht es dir? Ah. Und auch, das ist die Du-Form Unjani und die Sie-Form Linjani. Ah. Genau. Ja, das war's. Also ihr habt... Wie kann ich euch jetzt bewerten? Ihr habt gut gemacht. Schleierin. Schleimer. Damit ihr nächste Mal kommen genau. Könnt. Ach, wir kommen doch auch so. Ja, also danke schön, dass ihr mitgemacht habt. Bitte, danke, ja, vielen Dank. Und danke, dass du den einen Teil noch ausschneidest. Der wird nicht rausgeschnitten. Aber rausgeschnitten. Der wird nicht rausgeschnitten. Wie Leberkäse mit Mayo drauf, muss das rausgeschnitten werden. Der wird nicht rausgeschnitten. Okay, Leberkäse mit Mayo, da stimme ich ein. Aber die Szene bleibt drin. Die Bella. Szene ist Leberkäse mit Mayo. Die Szene bleibt drin. Frauenpower. Yay! Yay. Wäre ein Vorschlag für ein anderes Video oder was wir zu dritt vielleicht machen können oder was lernen oder über Deutschland, Kultur und alles rum. Ich bringe den beiden gern Mathe bei. Soll einfach viel Glück kommentieren. Bei. Meine Mathelehrerin hat es nicht geschafft. Wir brauchen keine Mathe hier, okay? Soll einfach hier unten kommentieren, ja. Und ja. Danke schön, dass ihr auch bis zum Schluss zugeschaut habt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Tschüss. Tschüss.